Hallo lieber Hundefreund. Die Hirschlausfliege ist ein eher wenig bekannter Parasit, der im Sommer Pferde und auch Hunde befällt. Unsere Hunde werden ohnehin schon von Zecken, Bremsen, Grasmilben und anderen Insekten geplagt. Dass die Hirschlausfliege ein gefährlicher Schmarotzer sein kann, wissen viele Hundebesitzer nicht. Die Hirschlausfliege sieht fast aus wie eine normale Stubenfliege. Sie hat allerdings einen ausgeprägten spitzen Stechrüssel und starke Haken an den Beinen. Die Fliegenart ist überall in unseren Regionen verbreitet und taucht bevorzugt ab August bis zum späten September im Wald oder in Waldnähe auf. Ein Phänomen der Stiche ist die unterschiedliche Empfindlichkeit der betroffenen Wirte. Menschen nehmen diesen Stich manchmal nicht wahr, während die Hirschlausfliege beim Hund augenscheinlich große Schmerzen auslöst. Die Stellen der Stiche schwellen an und ähneln schnell einem Bluterguss. Von den Beulen geht dann ein heftig anhaltender Juckreiz aus. Hinzu kommen manchmal Ödeme oder sogar Eiterungen. Die eigentliche Gefahr liegt aber woanders, denn wie Zecken übertragen auch Hirschlausfliegen Krankheitserreger. Beseitigen lässt sich ein Befall mit einem Nissenkamm. Das Abspritzen mit einem Wasserschlauch kann helfen. Die Einstichstellen sollten gekühlt werden. Auch ein Antiallergikum ist hilfreich. Wenn dein Hund sehr heftig mit Fieber und einer Fellentzündung reagiert, solltest du sofort einen Tierarzt aufsuchen. In unserem Ratgeber findest du einen noch ausführlicheren Artikel, der dich mit vielen weiteren Informationen versorgt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.